Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Garfield, eine Extraportion Abenteuer. Wir liefern euch hier eine Extraportion Besprechung. Die Vorspeise bin ich bin erst du. Als ja, Hauptspeise haben wir die Lida. Hallo Lida. Hallo. Und das Dessert ist der Zero. Hallo Zero. Hallo. Ihr Lieben, Garfield ist zurück und die Frage steht im Raum, warum ist er eigentlich zurück? Denn ich glaube, dass er popkulturell nicht mehr ganz so große Tatzenspuren hinterlässt. Trotzdem an euch die Frage, Garfield, wie steht ihr zu ihm? Was kennt ihr von ihm? Was verbindet ihr mit ihm? Lida, mach du mal den Anfang. Also um erstmal allen vorweg deine Frage, warum ist er zurück, zu beantworten. Wie ich auch in meiner Kritik schon schriftlich festhielt, Garfields bisherige zwei Filme verhielten sich etwa antiproportional in der Wertung der Kritik und des Publikums. Das heißt, sie wurden zwar von der Kritik in der Luft zerrissen, aber die Leute sind reingegangen. Die Filme haben ordentlich Geld gemacht, wirklich nicht zu knapp bei einem relativ überschaubaren Budget. Und das erklärt auch, warum jetzt ein dritter Teil wieder da ist. Wenn es Kohle macht, wird es weitergemacht. Ich persönlich hatte zu Garfield nie eine besonders enge Beziehung und das liegt genau an dem Punkt, der wahrscheinlich dafür auch entschieden mit relevant ist, dass Garfield wieder da ist. Die Comics sind sehr simpel auf alltäglich triviale Themen gehalten und haben nahezu keinen politischen oder gesellschaftskritischen oder sonst wie zeitrelevanten Hintergrund. Es sind einfach wirklich ganz simple Slapstick und Everyday-Gags, die immer auf den gleichen harmlosen, unverfänglichen Themen wie Katze frisst gern, Katze hasst Montage, Katze hasst den Tierarzt, Katze ist stinkfaul basieren. Ja. Es erinnerte mich immer an, wenn ihr das kennt, diese Hager-Comics. Die habe ich immer ganz gerne gelesen als Kind. Also Garfield ist quasi wie Hager, nur halt eben mit einem Schwanz und ohne Horn. Helm, so könnte man es, glaube ich, sagen. Aber Zero, du und Garfield, dicke Freunde oder war es jetzt so die erste Kontaktaufnahme bei dem Film? Also an sein Gewicht nähere ich mich langsam auch immer mehr ran und ja, doch. Also ich als Kind bin ich damit schon früh aufgewachsen. Gerade mit den ganz alten Trickfilmen, die waren gerade zu der Zeit wahrscheinlich raus, wo ich so in einem Alter war, dass ich mitkriege, was läuft. Dann habe ich und Garfield uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, okay, dann kamen diese unsäglichen zwei Live-Action-Filme, die finde ich auch grässlich und scheußlich. Aber jetzt wieder auf der Trickfilmwelt ist niedlich. Und ich glaube, gehe mal davon aus, dass es alles jetzt wieder durch diesen Super Mario-Hype, weil das ja ordentlich Geld eingespielt hat, dass es da jetzt noch weiter ganz viele andere alte, sag mal, Kinderstars oder Kinderfilmstars wieder ans Licht holen, weil es lässt sich halt günstig produzieren, ne? Und meine Verbindung zu Garfield ist, ich verbinde mit Garfield hauptsächlich irgendwelche Garfield-Plüschfiguren, die an Autofensterscheiben hängen. Das war so in meiner Kindheit so ein alltägliches Bild. Ich weiß, es gab eine Trickserie, zu der habe ich aber nie irgendwie was aufbauen können, weil ich die einfach nie gesehen habe. Die beiden Kinofilme, die da gerade angesprochen hat, fand ich ganz, ganz furchtbar. Was natürlich seltsam ist, wenn man bedenkt, dass hier in der deutschen Fassung Thomas Gottschalk im ersten Teil Garfield spricht. Das ist eigentlich natürlich ein Garant für super Unterhaltung. Und ansonsten ist mir Garfield halt, um es ehrlich zu sagen, echt ziemlich egal. Also ich habe keine Antipathien gegen diese Figur. Ich habe mal ein paar Comicstrips gelesen und fand sie ganz amüsant. Das ist halt, wie Lida auch schon perfekt festgehalten hat, keine Figur oder keine Comicstrips, die irgendwelche besonderen Tiefe haben. Das ist sehr klar auf schnellen, effektiven Humor geeicht. Das finde ich okay, das macht mir durchaus Spaß. Trotz allem kann ich auch nicht von mir behaupten, dass ich in irgendeiner Weise ein Garfield-Fan oder Experte bin. Wobei ich Experte in der Hinsicht bin, dass ich weiß, was Garfield halt eben auszeichnet. Und das macht Garfield ja eigentlich zu einer komplett unsympathischen Figur. Und das ist ja was sie in den alten Filmen trotzdem immer versucht haben, ihn als Sympathieträger darzustellen. Und ich glaube, das versuchen sie jetzt auch im neuen Film, der da genau heißt, Garfield, eine extra Portion Abenteuer. Und der ja zumindest in den USA eine, ich nenne es mal, interessante Entscheidung hat, was den Voice Cast angeht. Nämlich Chris Pratt spricht Garfield. Der hat ja zuvor auch den Mario gespielt, den Super Mario Film. Dann war er dabei bei Jurassic World, bei den Guardians of the Galaxy. Also das ist der Chris, glaube ich, gerade der aktuell am meisten zu tun hat. Ich muss sagen, ich war ganz froh, dass ich den Film jetzt vorab in der deutschen Fassung sehen
konnte, wo ihn Harpe Kerkeling spricht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Chris Pratt das so gut macht. Zero, wie stehst du zu der Entscheidung, dass Chris Pratt es macht und wie fandest du Harpe Kerkeling in der Rolle des Garfield? Das mit Chris Pratt stand ja schon lange, lange fest. Also, wo ich nachgeschaut habe, das ist bestimmt schon im Anfangsstadium, als sie den Film herstellen wollten. Und ich fand den auch als Mario jetzt nicht so super wild. Also, ganz ehrlich, ich fand den okay. Ich bin da nicht so drauf versessen, das muss jetzt so klingen wie in irgendeinem Videospiel. Ja, und zu Harpe, ja, der ist halt sympathisch, bringt das auch ein bisschen in den Kater mit rein. Man erkennt ihn halt. Er bringt das ein bisschen in den Kater mit rein, ist eine tolle Beschreibung. er macht das halt solide, wie alle seine Voice-Rollen. Aber das Problem finde ich bei Harpe Kerkeling halt, okay, für uns Deutsche auf jeden Fall, man kennt halt die Stimme und man hört ihn halt raus. Ne? Also wenn ich sehe da nicht ganz oft Garfield, wenn ich weggucke, ich sehe halt Harpe Kerkeling. Aber damit muss man halt dann leben, wenn das so ein bekannter Sprecher ist. Aber hat er gut gemacht, der Junge. Kriegt er eine Lasagne für. Lieder, hast du den Film auch nur in der deutschen Fassung gesehen? Ich habe ihn sowohl in Ausschnitten in der englischen Fassung gesehen, aber die gesamte Presse nur in der deutschen. Das heißt, meine Kenntnis der englischen OV-Fassung ist nur bruchstückhaft. Da sind wir da auf dem gleichen Level. Und was sagst du so zu der Entscheidung, dass sie Chris Pratt genommen haben? Und was sagst du zur Leistung von Harpe Kerkeling? Also Harpe Kerkelings Leistung war sehr schwach, ging mir massiv auf die Nerven. Chris Pratt und insbesondere der Rest der Voicecast wirkten selbst in dem nur fragmentarischen Ausschnitt des Originals wesentlich besser. Wobei ich dabei eher so noch Leute wie Samuel L. Jackson hervorheben möchte in einer entscheidenden Nebenrolle. Ich persönlich stehe Chris Pratts religiösen Entscheidungen und sonstigen Kommentaren auf Social Media mehr als kritisch gegenüber, bin also nicht begeistert, wenn ich ihn irgendwo sehe. Bezüglich seiner sprachlichen Leistung hier, so wie sie mir da zuteil wurde, kann ich aber nicht sagen, dass er es besonders schlecht gemacht hätte. Es war okay. Ich bin ja tatsächlich anderer Meinung. Ich fand Harpe Kerkeling tatsächlich ganz, ganz amüsant hier. Ich habe ihn ja zuletzt, wie viele andere, auch bei Kung Fu Panda 4 gehört und da fand ich ihn eher ein bisschen schwach, weil ich finde, dass er irgendwie nicht mal diese Energie rübergebracht hat, die halt so ein Jack Black hat. Aber als Garfield hat er mir wirklich gefallen und ich habe auch relativ schnell vergessen, dass ich gerade Harpe Kerkeling zuhöre. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Mich hat sogar einiges an diesem Film überrascht. Aber was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, worum geht es eigentlich in diesem Garfield-Film? Und Zero, kannst du uns im kurzen Umriss geben, was ist die Handlung von Garfield? Eine extra Portion Abenteuer. Oder eine starke Portion Abenteuer? Eine extra Portion Abenteuer. Eine extra Portion. Ja. Ich werde auch versuchen, mich extra kurz zu fassen. Also, wir haben Garfield, seinen treu-doofen Kompagnon Odi, das ist so ein Hund. Die werden eines Nachts entführt und dort erscheint dann eine mysteriöse Figur, die sich herausstellt, ist der lang vermisste Vater Vic von Garfield, der möchte die beiden befreien. Am Ende kommt raus, ist alles nur eine große, große Falle von so einer großen, bösen Katze Jinx. Die möchte sich nämlich an Vic rächen, denn er sorgte damals dafür, dass sie in Gefangenschaft kam und sie möchte jetzt als Austausch für ihre Zeit in Gefangenschaft Milch, en masse an Milch von ihm haben. Und nun müssen halt Garfield, Odi und der Vater von Garfield die Milch besorgen, gehen dann auf so eine kleine Roadtrip-Tour und dann haben wir so einen Heist-Rettungsmix und das ist so der Film. Im Chor. Vielen Dank. Das ist ein Animationsfilm, der tatsächlich 100 Minuten lang ist, was für einen Animationsfilm durchaus ja eine stattliche Laufzeit ist. Ich muss auch sagen, ich fand, dass er stellenweise dann doch ein paar Längen hatte. Siehst du das auch so, Lieder, oder fandst du ihn eher kurzweiliger? Nein, absolut. Mehrere Längen. Der Film ist ja ohnehin schon sehr episodisch zerhackt. Es gibt insbesondere Szenen, wo Garfield und sein lange Zeit verschollener Vater da trainieren, um sich fit zu machen für den Heist der Milch. Und das zieht sich enorm in die Länge und wirkt eben auch wie die große Anzahl der Witze, die wir da sehen, sehr abgenutzt und wenig originell. Es wäre ja okay, wenn der Film jetzt mal auf der Stelle tritt, wenn er einen während dieses auf der Stelle Tretens amüsiert,
Aber das tut er eben nicht. Man erwartet sicher von einem Garfield-Film keine dramaturgischen Höhenflüge. Aber hier passiert wirklich sehr, sehr wenig. Und an anderen Punkten überschlägt sich denn die Handlung geradezu und reißt Handlungsstränge in wenigen, ja, Minutenbruchteilen ab oder zusammen, um alles dann irgendwie doch noch gebündelt zu kriegen. Das wirkt also mehr als ungeschickt. Ich bin halt wirklich komplett überrascht gewesen, weil du hast ihn ja vor mir gesehen, Lida, und ich hatte dich ja schon im Vorfeld gefragt, wie du ihn so fandest, und ich hatte damit gerechnet, dass ich da rauskomme aus der Vorstellung und ihn ganz, ganz furchtbar finde, aber tatsächlich, und bitte wirf jetzt keine Steine nach mir, ich hatte da echt meinen Spaß. Ich fand den amüsant. Der hat so die niedrigste Form meines Humorverständnisses relativ gut erfüllt. Ich mochte den, ich hatte eine gute Zeit, obwohl ich auch sagen muss, wenn man sich so ein bisschen mit Garfield beschäftigt oder auskennt, das habe ich im Vorfeld getan, ist das auch wieder so, wie die anderen beiden Filme hier mit, wo Thomas Gottschalk gesprochen hat, ist das kein echter Garfield. Also was dieser Katze in diesem Film tut, das würde Garfield niemals tun. Garfield ist auch hier eigentlich für Garfield viel zu aktiv, viel zu nett und viel zu freundlich. Kann ich auf der einen Seite verstehen, weil natürlich, der muss auch bei Kindern funktionieren oder bei einem breiten Publikum. Und was im Comicstrip, was irgendwie 3-4 Bilder sind, funktioniert, das wird vermutlich auf so einem langgezogenen Spielfilm nicht richtig funktionieren. Trotz allem hatte ich meinen Spaß, aber ich muss ganz klar sagen, das ist kein, in Anführungszeichen, echter Garfield. Ja, das war ein sehr guter Kommentar, dass du meintest, Garfield hat so deinen niedrigsten Humor angesprochen. Denn in gewisser Weise hat ja Jim Davis immer betont, dass Garfield unser aller dunkles alter Ego sei. Er ist faul, er ist verfressen und all das ist ihm scheißegal. Er steht sogar richtig stolz dazu. Und Garfield ist auch in seinem sozialen Leben ein ziemliches, ja, egoistisches Arschloch, könnte man eigentlich sagen. Und das ist eigentlich die große Stärke der Figur, die auch auf der Leinwand ihm hätte etwas Besonderes geben können. Garfield im Comic manipuliert seinen Besitzer Jim einfach nur. Er hat keine besondere Neigung oder Anhänglichkeit an ihn. Er verachtet und hasst Odie. Im Film hingegen wirkt Odie wie sein bester Kumpel. Das, auch was du schon sagtest, Garfield wäre einfach viel zu lethargisch, um irgendwen bei irgendeiner Mission zu unterstützen. Jim Davis hat immer betont, dass die Katze politisch neutral sei. Politisch neutral heißt hier in diesem Film und auch allgemein ja im Sprachgebrauch meistens, man hat eine leicht rechte Tendenz und dann sagt man, oh, ich bin ja total apolitisch. Das merken wir auch sehr deutlich im Film, der sehr starke sexistische Anspielungen hat. Wir kriegen ja auch die gerade für Kinder sehr fragwürdige Botschaft, dass wenn Eltern Kinder vernachlässigen, das einfach nur so eine Schwammdrüber-Sache sei, was ich überaus bedenklich finde, gerade wenn ein Film, der eine Figur adaptiert, die eigentlich für Erwachsene gemacht ist, unbedingt ein Kinderpublikum und dazu noch ein sehr junges Kinderpublikum ansprechen will, dann muss er sich eben auch fragen, wie werden bestimmte Messages von Kindern wahrgenommen? Und Kindern einfach zu vermitteln, ja, wenn deine Eltern sich nicht um dich kümmern, gibt es bestimmt entweder A, einen guten Grund, oder B, ist doch alles halb so schlimm. Auch das Gerechtigkeitsverständnis, das dieser Film hat, wir sehen da, wie eine bestimmte, und zwar sozusagen die einzig relevante weibliche Figur von den anderen ausgenutzt, hintergangen wird und dann dafür bestraft. Und das wirkt sehr unangenehm, gerade in unserem zeitgenössischen Kontext. Man hat also das Gefühl, dass Garfield genau die falschen Sachen versucht hat zu modernisieren, ohne aber diese Modernisierung ernsthaft durchzuziehen. Und insofern ist diese Figur auf der Leinwand dadurch, ja, also sie ist dysfunktional und auf die falsche Seite, auf die falsche Art unsympathisch. Also ich muss auch sagen, erzählerisch ist der Film wirklich nicht besonders gut. Ich finde auch diese ganze Vaterfigur, dieser Vic, zum einen mag ich das Design von ihm nicht. Das ist einfach so ein aufgebluteter Mega-Garfield. Und halt, da gebe ich dir auch recht, diese Sache von wegen, ja, ich lasse meinen Sohn und dann wird schon alles gut. Es funktioniert auch nicht so richtig für mich. Ich finde halt, dieser, ich nenne es mal Heiß, der dann dazu daraus sich herauskristallisiert, den finde ich ganz amüsant. Ich mag das, also ich mag viele der Charakterdesigns. Es kommt dann später noch so eine Art Bulle oder Stier hinzu, den mochte ich einfach vom Design her unglaublich gerne. Aber es stimmt schon, also diese ganze,
diese ganze Story-Part mit seinem Vater war auch das, wo ich sage, das hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Irgendwie, dass Garfield sonst wie Probleme bekommt mit dieser Jinx, was weiß ich, er hat die Lasagne weggefressen, keine Ahnung, sucht euch was aus, hätte mir wirklich besser gefallen, als halt eben diese obligatorische Geschichte, Papa hat mich verlassen und daraus entspielt sich ein Abenteuer. Zero, wie siehst du das? Ja, ich denke da gerade drüber nach, also auf euren beiden Gedanken. Und ich muss sagen, ich fand das mit der Vaterposition zum Ende hin, macht das ja noch eine komplette Wendung. Und es erklärt natürlich nicht in der Neuzeit, wie wenn jemand sein Kind verlässt. Aber ich finde, das ist auch eine ganz nette Erklärung, dass der Vater will, dass es seinem Sohn deutlich besser geht als ihm, als Straßenkatze. Hat für mich funktioniert. Ich glaube, es ist auch eine schöne Botschaft beim Ende, dass man einfach mal verzeihen sollte. Und mit der Jinx, ja, come on, ey, das ist jetzt eine fiese, miese Straßenkatzen-Möb, die selber vorher Diebstahl begangen hat und dann in Gefangenschaft kommt. Und da sehe ich auch nicht in Stich gelassen, also sehe ich so großartig nicht. Aber im Ganzen problematisch finde ich an dem Film nicht ganz so viel, muss ich diesmal wirklich sagen. Da muss ich euch beiden so leicht widersprechen irgendwie. Ich fand den einfach für Kinder relativ okay zum Gucken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Kind jetzt steht und sagt, das ist jetzt aber schwierig. Also nee, aber gerade deswegen, weil Kinder bestimmte Sachen ja noch nicht als problematisch erkennen, sondern oft einfach so hinnehmen, muss man ja deswegen sensibler sein. Es geht ja nicht, dass man sagt, oh, wir können diesen ganz problematischen Kram jetzt einfach mal Kindern vorsetzen, weil die nicht merken, dass es problematisch ist. Wenn ich einem Kind zum Beispiel einfach mal rassistische Bilder serviere, dann werden viele Kinder das nicht unbedingt hinterfragen, sondern viele Kinder werden vielleicht das einfach dann so hinnehmen und sagen, okay, dann ist das wohl so, manche Menschen sind weniger wert. Andere hinterfragen ist, aber gerade da muss man ja, also Kinder brauchen ja nicht einen niedrigeren Anspruch an Filmen, wie es oft vermittelt wird, sondern einen höheren Anspruch. Ich muss auch sagen, ich fand den Film wirklich unterhaltsam und ich würde ihn auch empfehlen, aber ich kann da Lidas Punkt schon verstehen. Und was mir halt eben auch aufgefallen ist, du hast halt einen Film, wo relativ viele Figuren vorkommen, aber du hast halt nur 3 weibliche Figuren. Davon kann man sagen, es sind 2 böse und eine muss gerettet werden. Da fragt man sich auch, hätte man da vielleicht nicht einfach noch irgendwie ein, zwei weibliche Figuren hinzufügen können, die noch ein bisschen mehr zu tun hat, als halt eben sich gerettet zu werden oder böse zu sein? Yeah. Das ist schon eine Frage, die man dem Film stellen kann. Ja, aber Garfield ist halt nun mal ein Kater, Leute. Das kann man nicht ändern. Aber es gibt ja in diesem Garfield-Universum noch mehr Leute. Genau, mehr wenn Figuren, ich jetzt ein halbes Dutzend Nebencharaktere oder mehr noch mir ausdenke. Hätte man den Film jetzt einfach auf Odie, hier Garfields Besitzer und Garfield beschränkt, hätte ich gesagt, okay, das sind die 3 Charaktere, die im Comic vorkommen. Aber wenn ich mir jetzt noch haufenweise Nebenfiguren ausdenke, dann muss man in der Tat fragen, warum sind da die Rollen so verteilt? Zum Beispiel hätte man es ja auch einfach so verteilen können, ist es nicht die Kuh, die gerettet wird von dem Stier, sondern die Kuh rettet den Stier. Wäre schon mal eine, da hätte man A, die weibliche Figur wesentlich prominenter gehabt und B, dieses peinliche Damsel in Distress-Bild umgangen. Aber das haben die eben nicht gemacht. Es hätte auch Garfields Mutter sein können, die nach Jahren zurückkehrt. Aber so ist es eben nicht gewesen. Eine Mutterfigur ist hier überhaupt nicht präsent. Verstehst du? Man hätte das anders machen können. Auch die beiden Schergen, die Jinx hatte, die am Ende noch nicht ganz so übel dastanden wie sie, hätten auch ein Frauenduo sein können. Es gibt hier nahezu jede Rolle außer Garfield, Odie und Garfields Besitzer hätte weiblich besetzt sein können, war es aber nicht. Und die weiblichen Rollen waren mehr als klischeehaft. Ich möchte übrigens mal kurz sagen, dass diese beiden Henchmen von dieser Jinx, die waren die MVPs für mich. Ich fand die so großartig. Vom Design her, von der Persona, herrlich, top. Ja, vom Dialekt. Jetzt war diese Faltenhunde pottenhässlich, aber ich fand die toll. Gerade auch vom Dialekt, wie er dann am Ende auch umgesprungen ist, ins Berlinerische, ja. Herrlich. Ja, wie gesagt, es war so das vom Humoranspruch wirklich sehr, sehr tief, aber es hat bei mir halt einfach funktioniert. Also ich wiederhole mich da, ich fand den Film unterhaltsam, ich fand den gut, aber ich finde halt die Punkte, die wir jetzt hier angesprochen haben, die sind valide. Die müssen nicht dafür zwangsweise sorgen, dass man den Film jetzt schlecht findet. Aber mir ist halt eben auch aufgefallen, wie gesagt, bei diesen 3 weiblichen Figuren, dass sie dann doch arg aus der Klischee-Mottenkiste kommen. Und ja, es ist nur ein Garfield-Film,
Aber es ist halt trotzdem ein Film und deswegen finde ich, kann man, wenn man das will und wenn man das für richtig erachtet, gerne darauf hinweisen, dass da halt eben Sachen drin sind, die man nicht für richtig erachtet, die man nicht mag oder wo man einfach ganz klar sagt, die findet man selbst problematisch. Insbesondere wir machen hier eine Filmkritik. Ja, wir sind, wenn man jetzt als stinknormaler Publikumsmensch sagt, das ist mir egal, ja, aber Filmkritik ist es unsere Aufgabe, hier problematische Aspekte des Films zu finden und nicht großzügig darüber hinwegzusehen, ist es völlig egal, ob man sich amüsiert hat oder nicht. Die Frage ist, wie ist der Film zu analysieren? Also, das sollte hiermit, haben wir hiermit gesagt. Damit habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Garfield, eine Extraportion Abenteuer, nicht eine starke, warum will ich immer eine starke Portion Abenteuer sagen? Ist ja egal. Habt ihr noch irgendwas zu Garfield, das ihr loswerden wollt? Außer euer Fazit. Ja, mir sind fast die Augen ausgefallen, wie der deutsche Titel geschrieben wurde. Extraportion in zwei Worten, beide groß. Ja, stimmt. Ist mir jetzt aufgefallen. Ist ja Wahnsinn. Heute bekommen wir eine Filmanalyse und auch noch grammatikalische. Super. Ja, es ist einfach. Es tat mir jedes Mal weh. Ich habe es mindestens fünfmal falsch geschrieben. Immer meine Extraportion. Ja. Okay, gut. Hätte mir das auch vom Tisch. Dann wird es Zeit für unser Fazit. Dann, Lida, fang du mal an. Ja, ich habe alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ihr Garfield nicht so, wie er wirklich ist, inszenieren wollt, lasst es einfach. Aber verschlimmbessert es bitte nicht. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich war halt wirklich komplett überrascht, weil ich dachte, ich finde den ganz, ganz furchtbar. Aber der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hatte damit eine relativ gute Zeit im Kino. Es gab wirklich Sachen, die ich dem Film auch gerne ankreiden möchte und auch hiermit auch angekreidet habe. Nichtsdestotrotz, ich hatte da wirklich... ja, meinen ganz einfachen, ganz simplen Spaß und hätte es nicht gedacht, dass ich mal sagen würde, dass ich mir lieber nochmal einen Garfield angucke als einen Kung Fu Panda 4. Das finde ich jetzt auch erstaunlich, aber ist halt einfach so. Deswegen von mir eine Empfehlung. Zero, bitte. Also ich halte das ein bisschen wie Stu. Also ich hielt es nicht für, jetzt kommen die ganzen Katzenwitze, für possible, dass der mir auch so gut gefallen hat. Gerade als ich hörte, ja, es ist mit Kindern in der PV und dachte ich, okay, ist vielleicht doch nicht so meine Zielgruppe der Film. Aber dann hat der ganz kleine Animationsstreifen mir doch so den Tag versüßt. Und ich kam raus und habe gedacht, ja, das war jetzt 100% rundum Wohlfühl. Also so ein perfektes Familienkino mit Charmwitz und viel Lasagne. Ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte zwar, aber doch schon genug Lasagne. Und man hat danach auf jeden Fall Hunger. Ja, wobei, da würde ich doch eingrätschen, ich fand, warum auch immer, das Essen sah nicht lecker aus. Vor allem die Lasagne, die sah nicht lecker aus. Das ist auch ein Kritikpunkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Das Essen in animierten Filmen aus den USA sieht niemals so geil aus wie das aus den japanischen. So. Das stimmt. Das ist absolut wahr. Und es schien auch hier, dass Garfield mehr Pizza mag als Lasagne, was mich umso mehr irritiert. Genau, weil Pizza ist Turtles, Leute. Das müsst ihr doch mal lernen. Lasagne ist Garfield, Pizza ist Turtles. Das ist doch ganz einfach. Genau, so. Nee, genau diesen Gedanken hatte ich auch und das hat mich irgendwie noch zusätzlich genervt. Oh, warte mal. Kann es vielleicht sein, dass Sony und Paramount gemeinsame Sachen machen und es kommt bei deinem Garfield-Turtles-Crossover? Oh Gott, mal nicht den Teufel an die Wand. Das müssen wir rausschneiden, das dürfen die nicht hören, sonst machen die das am Ende. Und dann kommen noch immer die Power Rangers dazu. Oh, warte, Sony arbeitet doch jetzt, glaube ich, wieder an einem He-Man-Film. Ach, da gibt es so viel Potenzial für Möglichkeiten. Und ich freue mich auf Thundercats. Das passt doch. Nee, Thundercats fand ich immer scheiße. Ich war immer Team Turtles und Team He-Man. He-Man. He-Man und Turtles. Dass man Thundercats scheiße findet, aber He-Man gut, das finde ich bezeichnend. Das zeigt nur, was für einen ausgeprägten und guten Geschmack der Zero nicht haben. So, das ist alles. Ich glaube, Thundercats kam früher raus, oder? Kann das sein? Damit zeigt sich, dass Lida die Älteste in der Runde ist. So. Nee, tatsächlich. Nee. Also He-Man ist, glaube ich, das Älteste von den dreien. Wenn man jetzt einfach nur daran geht, wie lange existiert es. Die Frage ist dann aber auch, wann haben wir was wie konsumiert? Das stimmt. Das ist gut. Wann haben wir etwas nie konsumiert? Das stimmt, ja. Ich hatte, glaube ich, nie He-Man-Spielzeug. Ich hatte alles. Gott, ich hatte eine furchtbare Kindheit. Ich hatte jeden Scheiß. Gut, wir schweifen ab. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem bei unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich war der Stu, ich sage Tschüss, dann sagt Lida Tschüss und dem Zero gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ich bin immer noch Lida. Tschüss. Jetzt bin ich geschockt, das ging so schnell. Ja, es war wieder super schön und ich sag auch einfach mal heute ganz kurz,
Tschüss, miau. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.